Toll Collect ist Englisch und bedeutet Maut einziehen. 2002 erhält ein Konsortium aus Telekom und Daimler den milliardenschweren Auftrag, das Lkw-Mautsystem Toll Collect in einem Jahr zu installieren. Es folgt eine beispiellose Pannenserie. Toll Collect avanciert zum Flop des Jahres, trotz einer guten Idee. Mit dem Start des Lkw schaltet sich die eingebaute Onboard-Unit ein und lokalisiert per GPS die Position des Fahrzeugs. Die Mautgebühr wird elektronisch erfasst und an ein Rechenzentrum übermittelt. Alles vollautomatisch, alles hochmodern. Es dauert 3 Geschäftsführer und eine 5,1 Milliarden Klage des Bundes. Anfang 2006 geht das System endlich in Betrieb. Bis heute wird es an Universitäten als Paradebeispiel für die teuersten Fehler in der Softwareentwicklung gelehrt.